So, meine Damen, kommen wir dir jetzt zurück zu einer neuen Folge von Warships. World of Warships, so. Und heute sind wir noch alleine, noch, weil ich komme gleich dazu. Es sind wichtige Sachen, die in nächster Zeit passieren. Wir müssen uns viel, viel bessern. Es ist 2018, wir müssen einfach mal durchrocken. Los geht's erstmal mit World of Warships. So, jetzt muss ich erstmal die Audio-Einstellung machen, weil die habe ich jetzt noch nicht gemacht gehabt. Ah, ich bin vergessen, aus Speichern zu gehen. Allgemein, und die Musik nehmen wir ein bisschen runter, weil Soundeffekt ist richtig geil und alles mögliche. Das wenden wir jetzt so an. Ich hoffe mal, es ist nicht zu laut, was hier passiert. Wir testen das gleich mal. Nö. Wunderbar, müsste eigentlich wunderschön funktionieren. Leute, 2018, ich habe euch gesagt, 2018 wird ein bisschen besser. Und es gibt eine Sache, mit der ich anfangen möchte, 2018. Die habe ich jetzt schon mit anderen Leuten jetzt angesprochen. Wir müssen einfach viel mehr Multiplayer, viel mehr Sachen aufnehmen. Ich weiß, dass World of War, World of Tanks damals auch Gunstyle Play gespielt hatte. Ich weiß nicht, ob heutzutage auch noch World of Tanks bei Gunstyle da ist. Für mich ist World of Warship und World of Planes viel besser als World of Tanks. Aber es geht ja nicht nur um die Wargames, sondern auch um... Ja, okay, Battlefield ist eigentlich auch ein Wargame, aber nicht nur hier von Wargaming die ganzen Sachen, sondern auch von Battlefield, GTA, sowas eben in die Runde, müssen wir jetzt viel mehr Multiplayer zocken. Ich muss am Wochenende mir mal Zeit nehmen und da ist das erste Schiff, 7 Kilometer weit weg. Ich hoffe mal, die Entfernung reicht. Die war, glaube ich, sogar fast schon zu wenig. Zieltreffer. Ich habe vorhin dauernd die Zitadelle getroffen. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Aber wir probieren es jetzt mal hier nochmal durchzukommen. Ach du Scheibengleis, das war ein fetter Treffer, der uns hier getroffen hat. Von wo? Ha, da kommt einer. Das ist doch nicht mal der mich anschießt. Ich war gerade so nice in der Runde drinne. Was ist denn jetzt los? Ach du Scheibengleis da. Also es geht ja gar... Fuck. Also vorhin war ich so gut drin in der Runde. Da habe ich so schön durchgewascht, da habe ich 5000 Punkte Minimum gemacht. Und jetzt werde ich hier von drei Schiffen auf einmal eigentlich beschossen. Gar nicht so nice. Aber nochmal kurz zurückzukommen. Ja, wir müssen viel, viel mehr Multiplayer machen. Und ich weiß, ich fahre gerade richtig scheiße. Scheiße, meine Maschine ist kaputt. Achso, nee. Letzter Schuss, letzter... Ah, oh, scheiße, ich hab nie zerstört. Also mein Motor funktioniert wieder, das ist sehr, sehr gut. Langsamer werden, da können wir so ein bisschen mehr treffen, hoffentlich. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt in nächster Zeit mal mehr Multiplayer machen. Multiplayer kommt auch viel besser an, also Multiplayer Euro Truck Simulator, Multiplayer GTA, Multiplayer... Also viel mehr mit anderen Leuten. Ihr hört, wie ich hier spamme gerade. Oh, da ist er. Das ist sehr, sehr gut. Eigentlich geht es auch darum, hier die Flaggen weiter einzunehmen. Das habe ich vorhin versucht gehabt, aber keine Chance, wenn alle mit dagegen sind. Wir machen das einfach mal auch. Beschleunigt auf immer schnell. Das war gar nicht der Sinn dahinter. Die haben Ausfälle durch mich. Nice. Unser Team erobert die Basis. Ja, weil ich drin bin. So. Da kommt ein Flugzeug. Ich bin mal gespannt, wie lange das Projekt hier eigentlich läuft. Scheiße. Eigene Basis wird erobert. Ich habe auch die ganze Zeit, wo ich gerade die Warnung drüben sehe, schon damit das Rot hat die Verwarnung bekommen. Ich dachte, ich habe doch... Ah, es hat ein Verbündeter auf mich geschossen. Ach so. Deswegen wird mir es auch angezeigt. Okay, gut. Vorhin stand da, ich hab jemanden getroffen gehabt. Und ich so, Ich hab doch niemanden angeschossen gehabt. Da gehen die Gegner und... Ist das Gegner? Weiß ich gar nicht.
So, letztes Schiff. Wir versuchen mal die Basis nicht zu erobern. Wir versuchen das Schiff ihr wisst schon, was ich meine. Also wo, allgemein liebe ich ja Schiffe. Also ich mag Schiffe sehr und deswegen liebe ich auch das Game ja einfach, World of Warships. Weil es was Besonderes ist. Man fährt mit den Schiffen rum, es ist keine zu lange Runde. Vorhin habe ich nicht mal 5 Minuten für eine Runde gebraucht und jetzt dauert das irgendwie eine halbe Ewigkeit, so eine Runde. Das war ein Manöver, das ist nice. Und die Runde ist vorbei. Schnucki! Ja, ich habe ja ewig nicht mal gespielt gehabt. Das hier wusste ich noch, aber dieses World of Warship ist dahinter neu gewesen. Man sieht sogar die Gefechtszeit. Also hier habe ich gespielt gehabt. Man sieht hier, das sind alles hier Bots gewesen, soweit ich weiß, weil nach 30 Sekunden waren die Bots noch eingebaut. Und ich würde mal sagen, selbst einen ausführlichen Bericht. Alter Schwede. Also hier hat sich vieles geändert. Aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal in ein anderes Schiff rein. Wir sind jetzt mit einem deutschen Schiff unterwegs gewesen. Stufe 3 sind wir jetzt. Wehrpass? Aha, okay, gut. Wir gehen in den Hafen rein. Wir sind jetzt die ganze Zeit mit den Deutschen umgefahren. Ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt mal mit den Franzosen weiter. Überlebensfähigkeit, können wir auch mal gucken, ob die besser sind. Die sind viel besser in der Überlebensfähigkeit. Verborgenheit, eigentlich sind sie sogar schon besser als die Deutschen. Nur im Manövrieren sind sie nicht so gut. Dann würde man sagen, ab in die nächste Runde. So, ich bin jetzt vor der Runde, bin ich mal drinne. Und zwar kann man ja auf M, kann man die Map angucken. Was ich auch geil finde, man konnte schon damals so welche Autopiloten anmachen. Jetzt, ich weiß nicht, ob es schon damals ging, wo ich das damals gespielt habe, kann man auch eine Route festlegen. Ich finde mal hier so rum, um zu gucken, ob hier hinten jemand ist, ist glaube ich mal nicht ganz so schlicht. Und dann können wir nämlich hier ausbrechen, falls doch mal was ist. So, und dann können wir nämlich jetzt sagen, okay, wir klatschen die Hände. Und los geht's. Ich sehe gerade, die haben sogar 3 Kanonen drauf. 2 vorne, eine hinten. Das ist mal ziemlich geil. Ja, wir können natürlich jetzt aber auch sagen, okay, nein, wir wollen doch nicht hier. Wir wollen sofort die Deckung ein. Da können wir sofort die Route ändern. Oder wir fahren... Ich weiß, dass hier werden entweder welche rumkommen oder hier hinten. Also, ich werde hier die Leute sehen, hier und hier. Vorhin waren sie hier hinten, aber ich würde auch sagen, die kommen bestimmt hier lang. So, da sind wir mal gespannt. Wir können natürlich auch sagen, wir machen den Autopiloten aus, indem man einmal nach links oder einmal nach rechts geht. Und wir machen jetzt einfach mal volle Geschwindigkeit. Wir gehen mal raus aus dem Autopiloten. 7400 sehe ich gerade. Hat doch schon mehr Panzerung als die Deutschen. Da hinten wird sogar schon geschossen. Aber was ich noch nicht weiß, warum... Also ich kann ja nicht mit der Maus hingehen. Ach so, ja, das geht ja auch hier. Mit... so, einstellen. Ach du Scheiße, da geht's los. Da geht's los. Wir springen ein. Ich weiß jetzt nicht, was Steuer und was Bockbot ist. Das weiß ich nicht. Und das wird nicht weit genug gehen. Das könnte sogar treffen. Aber dafür bin ich leider gerade zu schlecht. Ich muss aufpassen, hier vorne ist irgendwo ein Schiff von uns. Ich mag eben diese Kanonen an sich, mag ich viel besser als von außen. Ja, ich habe es in Brand gesteckt. Das habe ich auch noch nie gewusst, dass die AE eben die Fahrzeuge in Brand setzt oder eben mehr durchschießt. Achso, nee, gut, ich habe nicht... Hier habe ich wieder die Zitadelle getroffen. Das ist gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, mit wem ich zum Beispiel was Multiplayer machen sollte. Vielleicht sagt er, jo, ruf mal wieder bei zusammen, jo, frag mal den oder den.
Wenn ihr mir auch, wenn ihr jetzt persönlich auch YouTube macht, könnt ihr mir auch sagen, yo, komm, spiel mal mit mir oder sowas. Mach ich sehr gerne mit. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Die Sache ist bloß, müsste sich dann die Spiele finden, die man gemeinsam spielen könnte. So. Hackbau. Backboard? Ich glaube, das ist Backboard und das Steuer ist nämlich da drüben, deswegen ist das Steuerboard. So, jetzt müssen wir komplett einmal rum und dann können wir hier geradeaus. Okay. Ich weiß, ich bin nicht gut auf YouTube. Das habe ich schon mehrmals gehört. Ich bin fucking nicht gut auf YouTube und nicht gut auf Twitch. Das haben mir so viele Leute schon gesagt. Und ich sage jedes Mal das Gleiche. Ich bin da, um Spaß zu haben und nicht um großartig berühmt zu werden. Wir drehen wieder ein. Wir drehen ein. Wir schießen jetzt auf den hier. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir machen nochmal eine Runde, oder? Und damit sind wir jetzt mit den Chinesen unterwegs. Die Chinesen haben auch wieder zwei Artis drauf. Auch von vorne sehen sie recht geil aus, muss man sagen. Gut geschützt. Ich habe mir jetzt die Stats von dem Schiff nicht angeguckt. Aber ich würde mal sagen, wir testen einfach sowieso alle Schiffe jetzt durch. Vielleicht sagt... Also Wendigkeit ist sehr hoch. Guck mal an, wie schnell sich das findet. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich kann keine Nebelwand setzen. Oh, da wird geschossen. Wir können auf gut Glück, könnten wir mal hier reinhalten. Wir sehen noch nichts. Drehen noch ein bisschen bei. Zweite Kanone kommt auch noch hinterher. Binokular zu verlassen. Was ist denn das? Ich drücke Umschalt. Ach so. Ah. So. Das ist die Frage, wo sind die gegnerischen Schiffe? Ach du Scheiße! Treff doch mal, Mensch, Gott verdammt ich. Vielleicht wisst ihr auch, wer das hier auch noch spielt, von kleineren YouTubern natürlich, die ich vielleicht auch mal anfragen kann, die vielleicht spielen wollen, mit denen ich vielleicht mal Kontakt mich aufsetzen kann. Ja, die haben Ausfälle, ich habe mal weg getroffen. Kurz warten, dann können wir nämlich alle auf einmal schießen. Achso, ja klar, ich müsste auch Gas geben, damit er rumkommt. So, ich würde mal sagen, das ist dann die letzte Runde. Ich werde dann noch eine aufnehmen. Also Spiel, wie gesagt, ich liebe es. Das ist wieder nur Bots. Es sieht mir fast aus wie nur Bots, die hier unterwegs sind. Es ist ja kein Wunder, dass wir dauernd dauerhaft gewinnen. Also es macht wirklich trotzdem Spaß. Ja, das ist gut. Zwei Schiffe da und wo ist das letzte? Also ich glaube, darüber kümmern sie sich schon selber. Aber hier hinten werde ich glaube ich nicht mehr rankommen. Hier werde ich nicht mehr rankommen. Ich bin zwar 19 Knoten unterwegs. Ich glaube eigentlich, das ist auch eines der schnellsten Schiffe damit. Die man am Anfang bekommt. Aber... Ja, wie gesagt, ich kann hier nichts mehr machen.
Ich würde mal sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir noch oben, wenn ich einen Daumen nach unten, schreibt mir einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt. Oder auch nicht, Leute. Ein wunderschönes Spiel, World of Warship, kann ich nun weiterempfehlen. 9000 Gesamtleistung, 3000 Schaden. Schick, schick, schick. Ich werde jetzt noch eine Runde aufnehmen, danach noch ein bisschen so spielen. Und wir können nochmal hier die Sets angucken. Gegensatz Deutschen. Also die Art, die 1, Flugabwehr. Schlechter Manöver ist viel, viel besser und Verborgenheit dafür schlechter. Genau das gleiche hier. Manöver ist gleich gut. Aber Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, sagt der Menzi. Ciao, ciao.